Wir sind die Einzigen, die im Commonwealth Teerbeeren anbauen. Was hältst du davon? Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir haben im letzten Part der Slog hier entdeckt, eine Siedlung. Entschuldigung. Und der Typ hat uns gerade gefragt, was wir davon halten, dass sie also die Einzigen sind, die diese komischen Bären da anpflanzen. Also, scheint in Ordnung. Das ist beeindruckend, einfach nur hässlich. Der Slog, Fragezeichen, naht einem. Ist beeindruckend. Ziemlich clever, Teerbären in einem alten Swimmingpool anzupflanzen. Ich weiß zu schätzen, dass du das sagst. Als ich hierher kam, hatte ich so etwas noch nie gesehen. Es wäre zu schade gewesen, ihn nicht für irgendwas zu nutzen. Dir ist vielleicht aufgefallen, dass es hier nur Ghule gibt. Früher habe ich in Diamond City gelebt, bis dieser Mistkerl von Bürgermeister uns Ghule vertrieben hat. Ich fand, dass wir Ghule einen Ort haben sollten, an dem wir willkommen sind. Und das war der Hauptgrund, warum ich die Farm gegründet habe. Das war eine gute Idee. Rausgeworfen klingt vernünftig. Gut gemacht, würde ich auch sagen. Beteiligung. Na, gut gemacht. Sieht aus, als hättet ihr das gut hinbekommen. Das ist ein guter Anfang, ja. Und ich bin stolz auf unsere Arbeit. Trotzdem glaube ich, dass wir noch mehr tun können. Was, wenn dieser Ort mehr als nur eine Zuflucht für Ghule sein könnte, die anderswo nicht willkommen sind? Was, wenn er ein Beispiel dafür sein könnte, was möglich ist, wenn wir gemeinsam an etwas arbeiten? Das hier soll ein Ort werden, den jeder gerne besucht. Mit lächelnden Gesichtern, guten Angeboten und großartigen Produkten. Vielleicht können wir die Leute dazu bringen, nochmal genauer hinzuschauen. Dann sehen sie, dass wir keine Monster sind. Das ist eine schöne Vision. Kann ich helfen? Viel Glück, gute Idee. Tut nichts zur Sache. Na, können wir helfen? Kann ich dir irgendwie helfen? Ja, das kannst du tatsächlich. Ohne Händler werden wir unsere Teerbeeren nicht los. Okay. Karawanen brauchen sichere Straßen. Mhm. Es gibt da eine Bande von Supermutanten, die jeden überfallen, der ihrem Gebiet zu nahe kommt, einschließlich Händlern. Es wäre uns eine riesige Hilfe, wenn du dich um diese Mistkerle kümmern könntest. Sehr gerne. Wo sind sie denn? Weißt du, wo sie herkommen? Sogar ziemlich genau. Ich hoffe, du findest sie und löschst sie aus. Sowieso. Kein Thema, Kumpel. Das machen wir. Breakheart-Ufer. Okay. Wo ist denn das? Ah, da. Ach so, das ist... Aha. Dann würde ich sagen, bohrt man es wieder hier hin, ne? Und gehen das Stückchen rauf. Sind wir, glaube ich, ein bisschen schneller, als wenn wir das zu Fuß hatschen würden. Also von da weg jetzt, ne? Also dort, wo wir waren. So. Na los, klar, ein bisschen schneller. Perfekt. Also da lang. Dann gehen wir es an. Supermutanten. Jo, die kriegen wir schon klein irgendwie. Oh, ruck. Ah, da vorne dann wahrscheinlich, ne? Das da wahrscheinlich schon. Wenn wir das mal speichern. Da haben wir schon eine Mine. Natürlich, mir fehlt die Ausdauer. Ganz logisch. Boom. Boom. Da haben wir schon seinen Supermutanten. Ah, ein Hundilein. Bam, bam. Bam, 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 bam. Bam. Jawohl, der Hund ist schon mal hin. Ah, da kommt der andere. Aha, bin zurück. Warum treffe ich denn jetzt? Ja! Was? Noch einer? Na, puh, da, Hund, da, Hund. Supermutant und Hund und Hancock ist irgendwo. Ja, ja, ja. Baller, baller, baller.
Was macht Hancock? Kaputt sein wahrscheinlich. Jawohl, der ist auch erledigt. Ja. Voll nervig, dass die so wenig Munition hat. Auf einmal zum Verballern eben. Was? Da ist noch jemand? Da oben. Ja, den kann ich nicht treffen, so. Großartig. Was ist eigentlich dieser Hancock schon wieder? Nanu, wo ist denn hin? Da! Würdest du nachladen? Trottel. Hallo? Was ist denn jetzt los? Hallo? Jawohl. Keine Ahnung, was die jetzt gerade für ein Problem hatte. Ja. Schießt dann noch hier? Ja, freilich. Was frage ich überhaupt so dämlich? Seh dich, du Trottel. Wo ist denn der Depp? Na. Super getroffen, super. Da ist noch so ein Arsch. Der gute Hancock, ne? Ha? Hm? Da. Passt, der ist auch hin. Nachladen. Nachladen. Und bam. Stirb jetzt. Herrschaft, Zeiten noch einmal. Geht ja. Herrschaft, Zeiten. So, da war jetzt irgendwo so ein Kerl. Da. Passt. Tap, 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 tap. Da drüben sind nochmal noch welche. Zum Ausluten. Den da oben hatte ich schon. Da ist was. Da müsste noch da drin ein Hund sein. Hier. Oh nein, das ist Mais, aber trotzdem, hier ist ein Hund. Da, den Mais nehmen wir gleich mit, den brauchen wir sowieso. Für unseren Kleber oder was auch immer. Geht auch ein Topf. Schön. Das nehmen wir auch gleich mit. Supi. Da ist sicher auch noch ein Mais, genau. Haben wir hier was drin? Nö. Da Zigaretten. Da ist eigentlich nichts, ne? Nö. So, da wäre es gut, darauf zu gehen. So. Das nehmen wir alles mit. Eine Waffenbank. Jawohl. Halt, mitnehmen bitte. So, haben wir hier noch was? Außer den Mais, den er braten wollte. Oder grillen, besser gesagt. Und auch das Klingenkorn. Yes, ja. Man kann ihnen nicht verübeln, dass sie ihr eigenes Leben leben wollen. Aber eine Höhe.
höhere Mauer wäre gut gewesen. Ja. Sehr gut. Den Mais nehmen wir auch gerne mit. Gut. Trotzdem geht mir da irgendwie ein Supermutant ab. Den wir eigentlich... Oder nicht? Haben wir doch alle? Wo? Schaut doch gut aus. Was? Dann gehen wir abgeben. Dann gehen wir abgeben. Also Porti. So. Perfekt. Ja, sind das leider nur kleine Missionen. Aber ich habe immer noch die leise Hoffnung, dass Preston uns gleich den großen Auftrag gibt. Aber wahrscheinlich eher nicht. So, ja. La 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 la. Na los. Lade schneller. Super. Dein. Ja, Fusionskern erschöpft. Oh, wilde Mutterbeere. Da schau mal einer an. Wie komme ich da jetzt rein? Ah, hier. Oh, Ruck. Questgeber, da sitzt da. Hallo. Du bist noch am Leben. Ja. Das heißt entweder, dass du dich noch nicht um diese Supermutanten gekümmert hast. Doch. Oder du bringst gute Neuigkeiten. Ja, so ist es. Diese Supermutanten werden euch nicht wieder belästigen. Du warst wohl genau richtig für diesen Job, was? Freilich. Danke. Übrigens, wir haben beschlossen, die Minutemen zu unterstützen. Super. Wir müssen uns gegenseitig helfen, wenn sich die Lage verbessern soll. Das freut uns sehr. Vielen lieben Dank. Wir werden mal schauen, ob wir was ernten dürfen. Scheint wirklich was zu werden. Jawohl. Supi. Perfekt. Sehr gut. Spitze, nehmen wir gleich mal alles mit. Gut. Dann gehen wir zurück zu Preston. Ja, zu Preston. Mal schauen, was er als nächstes für uns hat. Es ist gerade echt ein bisschen blöd, das Ganze, sage ich mal ganz vorsichtig. Ja. Ich hatte gehofft, dass ich die Quest nochmal bekomme, wo es uns in den großen Dungeon führt, aber nein. Leider nicht. Hier werden wir eine Menge Strahlung kriegen. Ich bin gerade beschäftigt. Ja, Sauwetter. Ist er da draußen, der gute Preston? Ja. Im Garten. Kann ich was für dich tun? Hallo, warte. Ich habe die Supermutanten erledigt. Ja. Die Siedler waren sehr erleichtert, dass sie sich jetzt keine Sorgen mehr um sie machen müssen. Oh Jupp. Mein Gott. Supermutanten. Gegen die haben Zivilisten einfach keine Chance. Mhm. Wie üblich habe ich schon was Neues für dich. Na klar. Unsere Späher haben eine vielversprechende Stelle für eine neue Siedlung gefunden. Sobald du alles gesäubert hast, platziere einen Funkleitstrahl und informiere die Siedler darüber. Und bevor du dich versiehst, haben wir da eine neue Farm statt des Ödlands. Wir holen uns das Commonwealth zurück. Stück so ist für es. Stück. Jawohl. Scheint wirklich was zu werden. Nebenbei, sei mich böse, ich ernte mal ein bisschen was. So, jawohl, wir holen uns das Commonwealth zurück. Stimmt, Stück für Stück, auf jeden Fall. Jo. Gut, ABC. Ich hoffe, du findest deinen Sohn. Ja, das hoffe ich auch. Ich werde auf jeden Fall mal wieder hierhin zurück. Ich hoffe, da ist schönes Wetter. Und gehe das ganze Graffel mal einlagern. Ja. Gut, das ist Level Up gerade so nicht ausgegangen, ne? Voll fies, ey. Voll fies, ey. Voll gemein. Naja. Dann halt beim erstbesten Gegner wahrscheinlich. Können wir uns dann dort dafür freuen. So, lala. Dann gehe ich mal unser ganzes Graffel da reinschmeißen. Also der gesamte Schrott kommt mal rein. Waffenmäßig das hier und dieses und die Planke und das tun wir auch weg. Die tue ich auch weg.
das hier und dieses und das auch. Hilfsmittelchen, ja, mal schauen. Das kommt weg, das kommt weg. Der kommt weg. Das. Hier tun wir auch drei weg. Mutantenkeule, nein. Nuka-Cola, halt hoppla, da habe ich eins zu viel jetzt, ist wurscht. Weggetan, da tue ich auch drei weg. Na komm. Passt. Die tun wir auch weg, die tun wir auch weg, die auch. Und dann schaut es wieder gut aus. Sehr schön. Sehr gut. Hancock hat, glaube ich, noch nichts, ne? Schieß los. Handeln. Guck mal nach. Passt. Habe ich nichts gemacht? Ja, ich könnte ja. Ich könnte ja wieder was vergessen. So. Was ist das? Ach, das ist der Außenposten. Schön, da bohrt man uns hier hin. Und marschieren doch einfach mal durch rauf. Dann schauen wir mal, wie wir den Damen und Herren da oben, also ja, helfen und Anführungszeichen, geht noch nicht. Wir tun jetzt erstmal alles säubern dort und dann eben wieder so einen Funkleitstrahl bauen. Einen Funkelstrahl. So, da lang. Alter Hancock. Bam, 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 bam. Chap, 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 chap. Aha, da unten, ne? Augenbots. Oje, oje. Dann tun wir mal speichern. Schauen wir mal, ob wir sowas treffen. Nein, weil ich natürlich wieder mal keine Wasser habe, richtig. Energie. Wozu denn auch? Hey. Hab was entdeckt. Haben wir was getroffen? Ich sehe dich. Tatsächlich irgendwas. Verdammt. Ich bin mir auch gerade nicht sicher, ob das richtig war, aber ich glaube schon, oder? Jetzt werde ich aber weg. Der Hancock schon mittendrin im Geschehen. Wo bist denn? Da ist er jetzt. Bam, bam, bam. Na, wo bist denn jetzt? Arschkopf. Oha. Ja! Wupp, 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 wupp. Stufe aufgestiegen. Super gemacht. Na, wo ist er denn jetzt? Da. Jawohl, der nächste ist erledigt. Ah, da ist noch so ein Mistkerl. So. Boom. Schluss aus. Jawohl. Noch jemand? Da. Na, ja, was willst du? Ja, nachladen ist so klar. Au, die Sau trifft mich sogar. Jetzt ist vorbei. Ist jetzt Ruhe? Ich denke schon. Ja, jetzt ist Ruhe. Sehr gut. Dann loot man das mal alles aus. Doch hier. Hallo Hancock. Roboter. Da. So. Oh. Das sind auch einige kaputt geworden. Und Daddy Bärli. Tada! So, das nehmen wir alles mit. Hier sind haufenweise Flaschen. Ja, du Flasche. Halt, was war da? Flasche. Hier haben wir einen Kühler. Sind wir jetzt hier eigentlich richtig? Nö, noch nicht ganz. Kann ich aus dem... Nein. Da
raus, darüber. Und da weiter in die Richtung. Okay. Naja. La 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 la. Da noch ein Stück. Bomber. Psst. Ich weiß nicht. Kruzifix. Was war denn das jetzt? Alter. Die machen das immer. Ah, wie soll ich die Sau treffen? Geht überhaupt mal was? Alter Schwede. Voll in die Fresse, ey. Das ist ja nicht zu glauben. Wo ist denn jetzt hin? Arschloch? Ja, das treffe ich ja nie. Wo ist denn der... Wow! Mami, hilf! Passt der erst einmal hin. Du Dreckschwein. Alter Sau. Echt, Entschuldigung. Wer bist du? Ja. Diese Buffen da ist echt übel. Hancock, wo bist du? Wo ist denn der jetzt überhaupt hin? Hä? Da drüben. Da ist noch was von diesen Deppen. Na, würdest du das zoomen? Ist jetzt Ruhe? Schaut nicht so schlecht aus. Das ist zu viel. Gib mir was davon. Ja, komm her, bitte. Ich kann wirklich deine Hilfe gebrauchen. Boah, dann habe ich gerade das Bein. Das Bein komplett zerfallen. Boah. Servus, Hancock. Ja? Da kriegst du was. Immer bereit für ein Geschäft. Ja, dann bleib hier. So, kriegst mal. Wow, ein Fatman, ne? Alter Schwede. Der hat die Sau echt mit einem Fatman auf mich geschossen. Blödes Dreckskerl-Dings da, wirklich war. So, das dachte ich schon, Hancock. Jawohl, jetzt ist er voll. Burschi, ich danke dir. Yay. Perfekt. So. Schau, was haben wir denn da? Unglaublich überwältigende Geschichte. Du hast eine Ausgabe von Unglaublich überwältigende Geschichte gefunden. Du verursachst nachts plus 5 Schaden. Das ist ja nicht schlecht. So, ich möchte gern bauen. Ich möchte bauen. Lali, lali, la. Und zwar das Trümchen hier. La, 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 la. Nur wohin, nur wohin? Das frage ich mich. Da schaut es vielleicht gut aus. Dahin? Da oben wäre es schön. Mit einem Generator da oben. Aber dann kann ich keine Sau schlafen, weil es schon laut ist, ne? Hey, das ist ein Generator. Aha. Oha. Na, vielleicht geht's ja dann da oben und so. So. Und vielleicht. Yeah! Supi! Yes! Wir können zu Preston zurück. Das ist nicht schlecht, das lief echt gut. Super! Dann gehen wir schnell mal zu ihm zurück. Zurück, komm.
Okay. Super. Das lief echt super. Hatte ich übrigens schon gesagt, wup, 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 Stufe aufgestiegen? Wenn nicht, dann jetzt nachträglich eben. Jetzt müssen wir auch mal was skillen. Bin gerade am Überlegen, ob wir alles in Wissenschaft investieren sollen. Auf jeden Fall einen Schmied brauche ich dann auch mal. Preston. Ah, in dem Haus, okay. Da. Irgendwie ist er jedes Mal in einem anderen Haus. Was? Hallo. Du bist ein Dollarwächter. Ich habe den Laden gesäubert, an den du mich geschickt hast. Yep. Und ich habe einen Funkleitstrahl platziert. Das sind gute Neuigkeiten. Wenn die Leute erstmal ein Zuhause haben, werden sie auch bereit sein, dafür zu kämpfen. Wie üblich habe ich noch was anderes, um das du dich kümmern könntest. Super. Ich markiere es dir auf deiner Karte. Wir können Danke. Jede Unterstützung brauchen. Also sieh mal, was du tun kannst. Yep. Perfekt. Ja. Cool, Problem bei Tappins Bluff. Okay. Gut. Das ist gut. Cool, Probleme ist immer gut. Wo sind die denn? Ach, da. Oh. Oh. Ach so. Da waren wir doch gerade, ne? Würde ich sagen, machen wir doch gleich. Gleich hinporten. Und dann im nächsten Part, also jetzt machen wir noch ein bisschen Siedlergeschichten und dann im nächsten Part machen wir was Anständiges wieder. Questen, hoffe ich mal. Mal schauen, was man da, was ich da anbieten würde. Wir haben ja eh haufenweise Quests. Und halt auch die Sache mit den Siedlern hier gehört ja auch mal gemacht. Hallo! Hallo. Bin ich froh, dich zu sehen. Mhm. Wir brauchen hier wirklich Hilfe. Ja? Was ist denn passiert? Was gibt es denn für ein Problem? Eine Gruppe wilder Ghule hat sich in der Nähe eingenistet. Oh. Und ein paar von ihnen machen jetzt die Gegend unsicher. Wenn nicht noch mehr gut. draußen rumlaufen, werden sie uns irgendwann überrennen. Wir okay. brauchen jemanden, der sich um sie kümmert. Jo, mach mal. Häufig Ghule, ich werde sehen. Nö, wir kümmern. Genau, wir kümmern uns. Ich bin dran. Ist so gut wie erledigt. Ich bin froh, wenn ich sie endlich los bin. Jo, das glaube ich dir. Wo wird denn jetzt schon wieder geschossen? Katastrophe. Auf jeden Fall, Waffe wechseln. Zum Ghoul-Töter. Jawohl. Das ist uns jetzt sicher sehr dienlich. Und dann schauen wir gleich mal. Wo diese Feische. Was ist denn da schon wieder? Wilder Mischling. Was ist denn das für ein Geräusch? Gekommen, hey. Da wisch ihn jetzt nicht. Dein Ernst. Das ist ja nicht zu glauben. Natürlich ist die Ausdauer schlecht. Jawohl. Na super, da unten geht's schon wieder voll zur Sache, ne? Ey, ich habe aber gerade keinen Bock auf die. So, gib her dein Fleisch um die. Puh. Wer sind die? Karawanenwache, nö, die werden wir schützen. Zumindest probieren wir es mal. Immer diese Kack-Ausdauer. Alter, ich triff gar nichts. Ja, jetzt haben wir es getroffen. Alter, hör auf zum Schießen, du bist Viech. Ey, Alter. Erstmal hier. Der ist auch hin.
Da drüben, der ist auch hoffentlich gleich. Ja, natürlich, hat keine Energie mehr. Also Ausdauer. Jawohl. Die müssen mir helfen, das geht ja nicht anders. Kannst du nicht an die Karawanentypen da einfach so also sterben lassen. Alles klar? Hey, zumindest ist es ehrliche Arbeit. Hallo. Blick dem Brahmin nicht ins Auge, wenn du Verstand hast. Ja, wenn lebt dein Brahmin überhaupt noch? Zu viele Meilen auf der Straße. Wenigstens ist die Bezahlung schrecklich. Was? Das ist jetzt zweimal negativ, oder? Was ist denn das für ein Pfeil? Okay. K.A. Wurscht. Da drüben geht's lang. Zu unseren Ghulen. Dam, 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 dam. Können wir ja nicht als Held einfach so die Karawanenleute da sterben lassen, oder? Das geziemt sich doch nicht. Für einen Helden. La, 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 la. Was haben wir da schon wieder? Jawohl. Au! Alter! Blöd, den habe ich erwischt. Den habe ich voll erwischt. Dass es sowas gibt. Stand da nicht schon abgeschlossen? Ein Scheiß ist abgeschlossen. Da. Alter. Alter, Alter, Alter. Wie viele denn noch? Da will ich gar nichts mehr, oder? Irgendwas habe ich jetzt gerade erwischt. Okay, dann habe ich nicht gerade nicht gesehen, dass er noch lebt. Was, noch einer? Huch. Ups. Haben wir es jetzt geschafft? Herrschaftszeiten nochmal? Kann ja nicht sein. Was ist das? Lagerraum, irgendwas. Frachtbestimmungen, jo. Frachtbestimmungen für Station Petforge. Richtlinien. Revision. Alle Ladungsverzeichnisse müssen in diesem Terminal protokolliert werden. Protokolle werden 6 Monate lang vor Ort aufbewahrt, bevor sie auf Holoband archiviert werden. Eingehende Lieferungen erfolgen zwischen 8 Uhr und 8.30 Uhr. Die Lieferung zum Steinbruch muss bis spätestens 12 Uhr erfolgen, keine Ausnahmen. Ausgehende Lieferungen erfolgen zwischen 15 Uhr und 17 Uhr. Ladungsbezeichnung 4x die 0. Diverses. Sollte an den Steinbruch weitergegeben werden. Vorarbeiter Lanaham wahrscheinlich, erwartet bei Ankunft weitere Anweisungen. Okay, Ladungsverzeichnisse anzeigen. Ja, vom 22. Oktober 2077. Ja, das lese ich jetzt nicht vor. Und da auch, also einen Tag später. Okay, mir war schon nicht. Okay. Nein, das wollte ich nicht. War? Das wollte ich auch nicht. Das wollte ich. So, raus da. Puh. Das waren jetzt doch etliche Viecher. Also viele, viele Viecher. Hör ich da schon wieder die Bruderschaft rumschwirren? Was habe ich denn da bitte schon aus Versehen zum Explodieren gebracht? Das war auch keine Absicht. Sag mir, was ich tragen soll. Bin ich schon so überladen? Da haben wir noch was. Ach so, das ist so ein Fass. Wahrscheinlich habe ich angeschossen irgendwas, denke ich mal. Unabsichtlich. Mein Gott, na kann ja mal passieren. So, wir porten uns zurück. Bitte. Denn wir haben das schon erfüllt. Ja, wir sind brav.
Dann gehen wir wieder zurück zu Preston, nehme ich mal stark an. Vielleicht, wenn er noch eine kleine Mission hat, können wir es ja noch machen. Das wird heute eh gut passen, haben wir echt vielen Siedlern schon geholfen. Müssen wir, es ist nach und nach alles zum Abarbeiten, ne? Ist ja nicht so, dass man da jetzt irgendwie dann nichts mehr tun braucht. Eine Händlerin? Echt oder nur Karawanen? Lukas Miller. Bleib auf den Straßen, dann ist deine Überlebenschance größer. Lukas. Hallo? Ich habe die besten Rüstungen weit und breit. Ach so. Oh, der hat keine Hose an. Handeln? Lass mal sehen, was du so hast. Meine Preise sind final. Falschen bereitet mir Kopfschmerzen. Der hat keine Hose an. Habe ich schon mal gesagt, dass der keine Hose an hat? Boah, wir haben echt nicht viel, ne? Können wir da irgendwas mal verkaufen? Wachbotthelm. Ist irgendwas mal von Wert? Sowas vielleicht. Naja. Ich nehme alles zurück. Da gibt es Besseres mit Sicherheit. Aber bitte, nehmen wir trotzdem. Ja. Na dann, pfiat die, ne? Und den Rest hau ich mal. Nein, hau ich noch nicht. Tue ich noch nicht. Nein, nein, nein. Hallo? Der Herr ist nicht mehr da. Auf dem Feld vielleicht, wenn er halt irgendwo ein Feld hat. Ah, da drüben. Klein, aber oho. Hallo. Ich habe diese lästige Bude erledigt. Wirklich? Ja. Das sind großartige Neuigkeiten. Jupp. Schön. Mehr nicht? Also, nichts mehr zum Quatschen? No? Kein Bock mehr. Dann gehen wir zu Preston zurück. Wahrscheinlich habe ich jetzt so das Pech, dass die eine Quest, die ich jetzt hoffnungsvoll erwarte, dass die letzte sein wird, wahrscheinlich. Ja. Das wäre ein schönes Pech, aber wie gesagt, irgendwann müssen wir den Siedlern sowieso allesamt helfen. Bei der Gelegenheit erkunden wir auch die Karte sehr gut. Also ich glaube, das ist schon okay so. So, ja, dann können wir uns mit den größeren Quests, die wir dann noch so haben, besser, also uns besser dorthin porten und so. Jetzt ist wieder in dem Haus, okay. Unglaublich. Hallo, Preston. Wenn du mich fragst, es lohnt sich immer, für die Freiheit zu kämpfen. Sicher. Ich habe die Ghule erledigt, die der Siedlung so viele Probleme gemacht haben. Das freut mich zu hören, General. Ist schwer genug hier. Da sollten sich die Leute nicht auch noch um Ghule Sorgen machen müssen. Jupp. Ich habe da noch was, das ich mit dir bereden muss. Ja? Wir müssen den Leuten zeigen, dass die Minutemen ihnen wirklich helfen können. Ja? Sprich weiter. Kann ich was für dich tun? Wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Ich bin froh, dass ich mich revanchieren kann, nachdem du mir so geholfen hast. Lass es mich wissen, wenn ich sonst noch was für dich tun kann. Nein, nichts mehr, danke. Nichts. Kein Problem. Eine Entführung, das hat man schon lange nicht mehr. Einmal hatten wir die schon, aber jetzt nochmal. Puh. Eine Entführung. Den armen Kerl, den hauen wir noch raus. Zwar nicht mehr heute, aber wir können uns mal auf den Weg dorthin machen. Der tut mir gerade leid. Den befreien wir dann noch und dann schauen wir morgen, ob wir... Oder machen wir gleich den Preston fix fertig. Können wir eigentlich auch machen. Bis er halt nichts mehr hat für den Fall, dass er nichts mehr hat, ne? Das ist ja auch so eine Sache. Vielleicht ist es ja unendlich. Und noch viel weiter. Wir sind nicht allein. Huch, Karament. Was ist denn hier los? Ist der Nächste. Was war denn das jetzt gerade? Hallo, Gnädigste. Du musst mir helfen. Die haben meinen Freund entführt. Was, die Schweine? Wer? Wer hat ihn entführt? Sie meinten, sie würden in ein paar Tagen wiederkommen, um das Lösegeld abzuholen. Wenn ich nicht bezahle, werden sie ihn töten. Aber ich habe so viel Geld nicht. Lösegeld bezahlen? Ja, sicher nicht. Ihn zurückholen. Keine Sorge. Ich hole ihn zurück. Wir haben die Minutemen um Hilfe gebeten, aber ich hatte nicht wirklich damit gerechnet, dass jemand kommt. Sicher. Bring ihn einfach wohlbehalten zurück, okay? Waren wir bei dem Hospital nicht schon? Ah, die Siedlung ist das, okay.
Okay. Aber waren wir da nicht schon? Hm, Wasser haben sie auch. Essen wahrscheinlich nichts. Hätte ich jetzt was zum Essen da? Obwohl, die haben genug zum Essen auch. Schön. Da brauchen wir uns gar nichts kümmern. Das ist ja fein. Fein. Das war... Okay, da waren wir noch nicht. Aber in der Nähe. Da laufe ich noch schnell hin. Das geht sich noch aus in dem Part. Und im nächsten werden wir dann uns das hier anschauen. Jawohl. Ich denke, wir werden noch ein... Ich denke, wir werden Preston gleich ein bisschen weitermachen, würde ich sagen. Machen wir den noch im nächsten Part. Fertig, wenn es vielleicht ist. Wie gesagt, vielleicht sind wir dann... Ich meine, fertig wahrscheinlich nicht, ne? Es wird 150 Millionen Siedlungen geben wahrscheinlich, denen wir helfen sollen. Aber ist ja wurscht, können wir ja mal ein bisschen was machen. Kriegen wir trotzdem Level-Ups. Oh, oh. Da sind Ghule. Ah, okay. Da kommt was. Böser Fehler. Also für mich, ja. Oh, oh. Alter Schwede. Was ist das da hinten? Das ist glaube ich auch nicht gut, oder? Schrottpott. Ach du Scheiße. Das war jetzt glaube ich nicht so schlau. Nein, das war definitiv nicht schlau, was ich gerade gemacht habe. Ich muss die Buffen wechseln. Ja. War der Deichsel. Augenbrot auch noch. Au! Alter. Die Buffen ist halt echt so schlecht. Weil da überhaupt... Kaum ein... Ja, ich stecke fest, ist logisch, ne? Würdest du abnippeln, blöde Kuh? Alter, ich stehe eh schon da. Bist du gescheit? Ja, ja, da sind noch ein paar Roboter mehr. Komm, Auto, Auto, explodier! Jawohl! Jetzt setz hin! Oder hat er sich gerade noch so retten können? Gerade so retten können. Jawohl! Wer da oben? Du Arschloch. Mal, jetzt bleibe ich da wieder stecken, ne? Wieso bleibt man hier bitte stecken? Wegen einem Schrottteil. Wo ist denn da wer? Au. Ja. Welches kleines Drecksarschloch? Au! Erstmal weg. Ja, los. Grad nach. Na komm, jetzt nippel ab, ey. Das kann ja nicht sein. Hat sie schon das? Jawohl, endlich. Ach, super, supi, supi. Das gab viele Bückchen für uns. Ach, ja je. So, das haben wir mal schön gelootet. Und ich würde sagen, wir beenden den Part für heute. Es war jetzt ja doch ein bisschen abenteuerlich. Ah, sehr gut. Na, Hancock, alles gut?
Und, hui, ein tolles Messerchen. Und mehr habe ich nicht gesehen, nämlich. Wow, also da gibt es wirklich viel Zeugs zum Looten. Und ja, wie gesagt, ich würde sagen, wir beenden für heute den Part. Wir haben eh recht viel erreicht wieder. Und ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!